Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg. Zack, so Folge 1 ist rum. Ich habe natürlich schon ein, zwei Fehler gemacht. Ich denke, das ist ganz normal. Zum Beispiel eben, dass wir diesen Doppelsauerstofftank, den wir hatten, den haben wir mitgenommen oder nicht mitgenommen. Ich glaube nicht mitgenommen und konnten ihn nicht verwenden. Hätten ihn aber auch nicht verwenden können, nicht für Sauerstoff. Weil das Ding natürlich nur den Inventar vergrößert. Lass mich mal gucken, weil, genau, da gab es nämlich Kommentare. Wir müssen hier uns erstmal ausrüsten. Die Sachen, die sind gar nicht ausgerüstet. Also, der Rucksack wäre hier. Haben wir sonst gerade noch was? Eigentlich nicht. Gehen wir mal zurück und schauen, was wir hier noch drin haben oder was wir noch machen können. Haben wir nicht so einen Sauerstofftank noch irgendwo? Hier, genau ihn. Den haben wir eigentlich dabei. Warum kann ich den denn nicht ausrüsten? Was das denn? Wir nehmen mal noch ein bisschen Nahrung mit. Und die Mikrochip-Taschenlampe. Und zerlegen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das geht. Jetzt gucken wir mal noch mal kurz in den Inventar. Aha. Das können wir hier hinmachen. Linksklick. Kann ich das auch ausrüsten? Jawohl. Und das. Dann haben wir hier Mikrochip-Taschenlampe, Mikrochip zerlegen. Sehr gut. Ich würde mal sagen, im Groben haben wir das jetzt. Danke für diesen Tipp. Was wir auch noch haben, ist folgendes. Jetzt muss ich schnell überlegen. Wir gehen mal raus. Ne, dass wir da die Punkte abarbeiten müssen. Herstellen Mikrochip-Konstruktionen. Ausrüsten Mikrochip und dann geht das eben weiter. Herstellen Wohnabteil Tür, herstellen Bohrer. Das sind die Sachen, die wir dort haben. Mikrochip-Konstruktion. Kann ich das irgendwie herstellen? Ne, da brauchen wir Silizium und Magnesium. Magnesium haben wir hier. Silizium haben wir hier. Reicht das schon? Ne, da brauchen wir nochmal Silizium. Ja, dann gehen wir mal raus und gucken mal. Ob wir irgendwo Silizium finden. Ich schätze mal schon. Irgendwo wird das rumliegen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Du vielleicht? Ne, das ist Eisen. Ja, wie gesagt, das hilft natürlich schon, wenn wir irgendwann genau wissen, wie eben Silizium zum Beispiel aussieht. Das ist Kobalt. Das konnte ich mir schon mal merken. Weil dann können wir das explizit suchen und entsprechend nochmal Magnesium und entsprechend gewinnen. Nehmen wir noch ein bisschen Kobalt mit. Ein bisschen Platz haben wir. Wir haben auch Sauerstoff dabei. Das heißt, wir können hier ein, zwei Minütchen länger bleiben. Sag mal, habt ihr das Silizium versteckt? Oder haben wir hier in der Kiste was drin? Ne, Mikrochip-Taschenlampe haben wir schon. Eine Wasserflasche brauchen wir nicht. Wie sieht es aus mit Sauerstoff? Da müssen wir dann schon bald mal was machen. Eisen. Alles Mögliche findet man, nur kein Silizium. Nochmal Kobalt. Nochmal Eis. Eisen. Da, ich nehme mal einen Schluck. Sauerstoff. Dankeschön. Habe ich das getrunken? Jawohl. Und wir brauchen... Ja, was zu trinken brauchen wir tatsächlich auch noch. So, jetzt geht es uns wieder gut. Da ist Silizium. Nehmen wir das mal mit. Jetzt habe ich es aufgenommen und nicht geguckt, wie es aussieht. Herr Heisenberg. Da nochmal. Okay, dieses dunkle Zeug. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Ne, müssen wir noch gar nicht. Wir können noch ein bisschen Titan mitnehmen. Ein bisschen Eis. Und dieses Warnung nicht genügend Energie, Leute, habt ihr da eine Idee? Ich gehe mal davon aus, wir haben keine Energie tatsächlich hier für das Ding hier. Aber da müssten wir wahrscheinlich dann erstmal weiterkommen. Moment, das wollte ich jetzt machen. Da haben wir die Taschenlampe, brauchen wir nicht zerlegen. Mikrochip-Konstruktion sollen wir machen. Zack, haben wir. Dann kommt nämlich oben herstellen Windkraftanlage. Das ist das, was ich meinte. Genau das, Moment, gehen wir schnell zurück. Genau das brauchen wir, um Energie zu haben. Jetzt Mikrochip-Taschenlampe, Mikrochip zerlegen und hier haben wir Mikrochip-Konstruktion. Rüste diesen Chip aus, um Strukturen bauen zu können, indem du entsprechende Tasten drückst oder die entsprechende Taste. Würde ich gerne mal ausrüsten. Das kommt weg, das kommt hin. Okay. Und jetzt, entsprechende Tasten wäre jetzt natürlich noch hilfreich, wenn ich wüsste, welche diese Tasten sind. Lass mich mal kurz gucken. Bauen. Ach so, nee, das wollte ich gar nicht. Das stand ja schon hier. Gucken wir nochmal schnell. Bauen, abbauen, auswählen. Bauen wäre Q. Aha, okay, da haben wir es doch. Wohnabteil für Dingens. Hier, wir brauchen Eisen und zwar relativ viel. Titan haben wir. Oh, jetzt kommen wir der Sache näher. Haben wir hier Eisen? Nee, Titan. Silizium machen wir mal weg. Kobalt brauchen wir auch gerade nicht. Magnesium auch nicht. Eis auch nicht. Ich würde hier aber gerne nochmal... Ja, Sauerstoff gerne haben. Haben wir hier auch gerade nicht.
Ja, weil wir haben keine Sauerstoffflasche mehr. Wir haben jetzt zwar einen größeren Inventar, ich kann es aber auch nicht machen. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich ihn durcheinander kriege. Was brauchen wir? Und schon habe ich ihn durcheinander. Moment, was brauchen wir für Kuh? Jetzt. Eisen. Einfach Eisen. Gut, gehen wir nochmal gucken. Schauen wir mal, wo wir Eisen haben. Gehen wir mal in die Richtung. Das ist wieder Silizium. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Eisen aussieht. Jetzt weiß ich, so dieses eher bräunliche. Ja. Das könnte Eisen sein. Jawohl. Mit Glitzer oben drauf. Silizium, Silizium. Kobalt haben wir. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich habe keine Sauerstoffflasche. Dafür brauche ich Kobalt, glaube ich. Da bin ich doch gerade dran vorbeigelaufen. Hier hinten. Aber Kobalt haben wir, glaube ich, auch in der Kiste drin. Ich mache mal den hier. So, nehmen wir mit. Und jetzt düsen wir zurück. Ist ja doch immer ein kleiner Weg. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da nicht sogar dieses Element bauen können. Oh, cool. Bleibt das immer hier oben stehen? Ich finde, das ist irgendwie ungünstig so auf dem Hügel oben. Aber in Ordnung. Haben wir auch nochmal Eis. Halt, jetzt schauen wir zuerst, ob wir hier was machen können. Jawohl. Bau mal. Wohin damit? Aha. Hier oben geht schon mal nicht. Hier in der Luft geht dafür. Das ist aber nicht, was ich möchte. Ich hätte es halt gerne dran gehabt. Aber ich denke, wir bauen hier unten halt jetzt eine Basis wahrscheinlich. Wenn ich es hinkriege. Und dann bauen wir den Rest hier ran. Zack, haben wir. Eine Tür brauchen wir aber noch, sonst kommen wir hier wahrscheinlich nicht rein. Ne, da komme ich nicht rein. Kriegen wir eine Tür schon? Falsch. Kriegen wir eine Tür schon hin? Ne, Eisen, Titan, Silizium. Okay, wir düsen zurück. Wir brauchen Sauerstoff. Mal schnell gucken, ob das reicht mit dem Kobalt. Jawohl. Gleich nochmal. Ne, reicht nicht mehr. Wasser. Ja, keinen Schaden. Dann das können wir lassen. Rucksack haben wir und den haben wir. Ich glaube nicht, dass sich das kumuliert. Also sprich, wenn wir jetzt nochmal so ein Teil bauen, dass wir dann noch mehr haben. Ja, wir müssen es halt vielleicht ausrüsten. Dann wird es gehen. Was brauchen wir dort? Silizium? Was macht eigentlich das Teil hier? Kobalt. Schmeiß nochmal rüber. Reicht das hier nochmal für den Sauerstoff? Ne, das ist noch einmal Kobalt. Ich muss noch mal kurz gucken. Die Tür. Silizium haben wir. Wir brauchen Titan und Eisen. Und haben jetzt einmal Sauerstoff. Okay, das heißt, wir können ein bisschen weiter. Also Eisen. Und was war das andere? Sag mal, ich habe aber auch ein Kurzzeitgedächtnis. Eisen und Titan. Hat doch nicht irgendwo in der Kiste Titan? Ich habe es doch gesehen. Eisen und Titan. Nein. Ah, geh ran. Nein. Ja. So, auf der Jagd nach Eisen und Titan. So, immer das da unten im Auge behalten. Also eben diese Meldung, die wir haben, nicht genügend Energie, die ist eigentlich irrelevant. Wir können, ja, ist Titan. Wir können im Moment noch gar nichts bauen, so in Sachen Windrad. Also können wir schon. Aber dafür brauchen wir halt hier natürlich auch die Sachen. Erstmal. So, das hätten wir abgegrast. Wir können mal nach hier hinten gehen. Auch mal mitnehmen. Dankeschön. Kobalt lassen wir mal. Wobei müssen wir eben auch haben, damit wir nochmal Sauerstoff herstellen können. Nein. Ja, Eisen. Danke. Wunderbar. Sauerstoff. So, sehr gut. Haben wir. Unsere Gesundheit ist ein bisschen angeschlagen. Haben wir Weltraumnahrung? Jawohl. So, dann ist das wieder okay. Können wir nämlich nochmal ein bisschen gucken gehen. Ja, jetzt kriegen wir aber ordentlich Zeugs hier tatsächlich. Nochmal einen Kobalt-Kollegen. Ja, der Inventar ist merklich größer. Also das macht gewaltig was aus tatsächlich. So, weil ich den eben ausgerüstet habe. Das wusste ich halt tatsächlich nicht. Jetzt ist er voll. Das wusste ich nicht, dass man das noch ausrüsten muss. Oh cool, jetzt bauen wir eine Basis. Gefällt mir relativ gut, das Spiel bis jetzt. Das ist natürlich schön, wenn man nach und nach dann auch endlich weiß, wie es geht. Beziehungsweise, was das Spiel eben vorgesehen hat. Ich wusste natürlich anfing nicht mal, dass man hier so Elemente bauen kann. Das war ein Blindflug und ich mache das halt absichtlich und gerne. Jawohl. Weil das macht halt mehr Spaß. Wasser brauchen wir gerade nicht. Und die Sachen brauchen wir auch nicht. Wir brauchen, wenn es irgendwie geht, eine Tür. Jawohl, geht. Einmal Tür. Oh, ja, ich würde sagen hier vor. Oh, das ist ja cool.
Eine Heizung müssen wir bauen. Und. Ich würde gerne mal erstmal hier rein. Oh lala. Kann man hier Sachen machen? Vermutlich schon. Die Frage ist, was wir hier für Sachen machen können. Nicht genügend Energie. Ja gut, wir müssen jetzt tatsächlich gucken. Bohrer, Windkraftanlage. Wir bräuchten eine Windkraftanlage, damit wir an Energie rankommen. Außenlampe. Eisen. Haben wir ja sogar. Können wir hinstellen. Wo stellen wir dich hin? Hier oben vielleicht? Geht das? Ja, ich weiß ja nicht, ob es schlau ist, das zu weit wegzustellen. Soweit, weil ich weiß nicht, ob man das nicht noch irgendwie verbinden muss hier. Mach dich mal hier hin. Zack. Energie wiederhergestellt. Aha. Sehr nett. So, einen Bohrer brauchen wir noch. Wir können ja mal gucken, können wir das eigentlich schon bauen? Oh, wisst ihr, was natürlich jetzt auch noch interessant ist? Ich gehe nochmal rein. Hier müsste doch Sauerstoff drin sein. Jawohl, also hier können wir tatsächlich... Oh, da könnte man natürlich Basen erstellen. Können wir nochmal so ein Teil machen? Ja, ein Wohnabteil. Wir können natürlich weit, weit weg nochmal so ein Teil hinstellen. Dann haben wir so eine Zwischenstation, wo wir Sauerstoff kriegen können. Das ist natürlich... Ach, das ist ja sehr gut. Das gibt ja ganz neue Möglichkeiten. Gut, aber zum Bauen muss ich trotzdem hier hin. Höchstens, wir können vielleicht noch so ein Teil bauen. Das ist natürlich auch möglich. So, schauen wir mal schnell. Wir brauchen nochmal Kobalt. Haben wir hier nicht. Dafür haben wir ja Titan. Ich mach das mal raus. Ne, ich wollte eigentlich noch weiter gucken, ob wir nicht schon was anderes bauen können hier. Eine Außentreppe. Ein guter Weg, um neue Höhen zu erreichen. Fundamentraster. Fundamente können verwendet werden, um... Was für Außenböden und Treppen zu schaffen. Oh, okay, da kann man die Teile natürlich dann darauf stellen. Herstellungsstation. Aha. Wiegetube 1. Platzierung. Ein Samen dieses Gerät, um O2 zu erzeugen. Aha, okay. Bohrer, da haben wir den Bohrer, da fehlt aber Titan. Die Windkraftanlage haben wir und eine Heizung. Was ist das hier? Monitor, Energieverbrauch. Ei, guck mal, wir können das natürlich trotzdem einrichten. Was bringt das Bett? Ein Einzelbett steht. Ja, wahrscheinlich hier Gesundheit und so weiter. Och, das ist ja cool, ich entdecke gerade das Spiel. So, ich bräuchte hier mal kurz was zu trinken, genau. Dann schauen wir nochmal schnell. Wasser. Oh, wir haben kein Eis, aber das liegt hier unten. So, dann geht's nämlich. So, dann haben wir nochmal eine Wasserflasche. Haben wir Sauerstoff dabei? Wasser, Sauerstoff, Wasser. Gut, jetzt müssen wir nochmal gucken. Was müssen wir machen? Einen Bohrer herstellen. Da fehlt, was haben wir gesagt? Titan, glaube ich. So, das kann weg hier. Habe ich jetzt sämtlichen Titan? Ja, habe ich. Nein, nicht hier. Irgendwann habe ich das intuitiv. Also, Titan war der Bohrer. Ja, können wir bauen. Einmal Bohrer. Was macht der? Ich würde sagen, im Idealfall bohrt er. Hier hin. Okay, der bohrt. Oder hätte ich da irgendwo gucken müssen, wo ich den hinstelle? Was steht da? Irgendwas steht. Luftdruck, Energie. Aha. Okay, cool. Och, das macht schon Spaß. Also das ist tatsächlich sehr cool. Na, danke natürlich nochmal an Daniel, der mir das Spiel geschenkt hat. Großartig. Da haben wir die Samen. Magnesium. Wir machen das mal wieder raus. Brauchen wir nicht. Das wird gelagert. Und dann würde ich gerne mal ein bisschen was in Sachen Sauerstoff machen. Das heißt, wir brauchen Kobalt. Und sehe ich auch gerade schon. Haben wir da hinten. So, T. Lauf, renn. Machen wir gleich mal. Einmal so, einmal so. So, da müssen wir zweimal Sauerstoff herstellen können. Und dann wären wir da wieder auf der sicheren Seite. Und dann hätte ich dann gerne Schränke und so weiter. Ich nehme mal nochmal einen. Nochmal einen. So, wir haben eigentlich jetzt wirklich so viel Sauerstoff, dass wir auch ein bisschen länger bleiben können. Nehmen wir doch hier Eisen noch mit. Können wir ja alles lagern, wenn wir es nicht brauchen. So, da hinten haben wir die Kiste, da würde ich gerne schnell hin. Wir können wahrscheinlich auch eine Kiste tatsächlich da in dieses Ding reinstellen, ja mit Sicherheit. Da haben wir nochmal Wasser. Ich würde mal, wenn wir hier zwei Wasserflaschen haben, würde ich gerne ein Teil hier rüber machen. Okay, und hier vielleicht ein bisschen so Sachen noch lagern. Okay, dann würde ich gerne den Sauerstoff benutzen. Dankeschön. Und dann düsen wir wieder zurück und werden jetzt aber nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Da haben wir nochmal ganz viel Eisen. Ja, da bauen wir jetzt hier eine Basis. Sehr schön. Nochmal Kobalt.
Jetzt weiß ich nicht, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder was Krummes eher, von der Zahl her. Da ist nochmal Eisen. Da hinten nochmal Kobalt, aber ich denke, jetzt können wir zurück. Im Prinzip haben wir dann aber fast ein bisschen unseren Sauerstoffvorrat, wie soll ich sagen, nicht richtig genutzt. Ah, Inventar voll. Okay, schön, guck mal. Das ist ja ganz cool, so, das leuchtet sogar noch alles. Ich liebe es jetzt schon. Ich mag, wenn es leuchtet. Aber ich weiß auch nicht, was der Bohrer macht. Ich hoffe, der findet auch was. Nicht, dass ich den falsch platziert habe und da gäbe es eine bestimmte Stelle, wo der hin müsste. Das weiß ich natürlich nicht. Also, zack. 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 Dreimal. Jawohl. Wasser auch nochmal. Ja, gucken wir, dass wir hier genug haben von allen. Dann schnell hier rein. Jetzt haben wir hier ein bisschen viel Zeugs. Weltraumnahrung könnte man eigentlich auch mitnehmen. Jetzt haben wir hier keinen Platz mehr. Jetzt würde ich gerne, wenn es irgendwie geht, hier so eine Kiste haben. So, Kuh. Jawohl, geht. Eine Einrichtungskiste. Zack. Die müsste leer sein. Genau, dann können wir hier nämlich ein bisschen drüber mit denen. Sauerstoff. So, sehr schön. Da können wir richtig Inventar machen. Mikrochip zerlegen. Können wir eigentlich auch rüber tun. Müssen wir nicht mitnehmen. Dann nehmen wir mit Wasser, zweimal Sauerstoff. Wir nehmen nochmal eine Wasserflasche. Und dann können wir hier tatsächlich ein bisschen was machen. Sehr nett. Also, brauchen wir was Bestimmtes? Oder ich gucke mal, ob wir nicht was bauen können von da oben. Bildschirm Terraforming brauchen wir. Das wäre er hier. Da fehlt Eisen, Kobalt, Silizium. Gut, die haben natürlich jetzt alles rausgeräumt. Eisen, Eisen, Kobalt, Eisen, Silizium haben wir glaube ich nicht. Ja, wir gucken mal. Haben wir da oben. Damit wir diese Bildschirme bauen können, weil ich bringe glaube ich nichts, wenn wir einfach rummachen. Wir müssen schon gucken, dass wir auch irgendwie die Aufgaben erledigen. Kein Silizium? Doch, hier, ein bisschen. Reicht das schon? Gehen wir hier rein und dann machen wir mal, gucken wir mal, ob wir einen Bildschirm machen können. Kann man die auch kombinieren, diese Bauelemente, dass man dann hier einen Durchgang hat? Eieiei, das wäre natürlich auch nett. Kuh. Er hier. Jawohl, geht. Zack. Wohin mit dir? Hier. So, haben wir. Erstellen Bildschirm. Baupläne. Geht das schon? Ne, da fehlt wieder Silizium. Da auch. Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal gucken, dass wir an Silizium rankommen. Wie sah das gleich nochmal aus? Nein. Ja, jetzt können wir auch ein bisschen weiter weg. Wir müssen aber trotzdem aufpassen. Beim Schluss, wenn ich Pech habe, finde ich dann allen Ernstes einfach das Raumschiff nicht mehr. Das kann es natürlich auch nicht sein. Da ist nochmal eine Kiste. Haben wir die schon gefunden gehabt? Ne, ich glaube nicht. Silizium. Sehr gut. Eisen, Eisen rüber. Nochmal Silizium. Und Kobalt war, glaube ich, noch gewünscht. Nehmen wir auch mal noch mit. Raummassen. Ja, so weit müssen wir gar nicht. Ich denke, jetzt haben wir schon wieder ungefähr das, was wir brauchen, um das nächste da zu machen. Nämlich den Baupläne, Kollegen. Da einmal zurückdüsen. Vielleicht auf dem Rückweg. Was haben wir hier nochmal? Eisen. Ja, bevor es schlecht wird, nehmen wir das mit. Na, jawohl. Titan haben wir, glaube ich, an Bord. Ich denke, Eisen kann man nie genug haben, tatsächlich. Der Bohrer bohrt immer noch und ich weiß tatsächlich nicht, ob der richtig steht. Ja, ja, ich weiß, Warnung. Wir haben es zum Glück nicht mehr ganz so weit. Wir können hier rein. So, schnell aufladen, haben wir. Zack, und dann können wir hier rein. Und mal schauen. Jawohl. Dann nochmal so ein Teil. Dann schnell Q drücken. Ja, geht. Magnesium fehlt noch. Haben wir hier noch Magnesium drin? Ja. So, mal gucken, ob es klappt. Sonst haben wir hier noch eine Kiste. Kann natürlich sein, dass hier noch Magnesium drin ist. Tatsächlich. Gut, dann müssen wir die anderen Bildschirme auch machen können. Hm. Na, wo denn? Möchte gerade nicht. Vorher war es irgendwo grün. Da war es grün. Hier oben? Nein. Wie drehe ich das denn? Keine Ahnung. Nochmal schnell. Aha. Das werden auf der Kiste drauf. Nee, das gefällt mir aber nicht. Das soll aber nicht auf die Kiste rein. Hier geht's auch. Das ist aber doch falsch rum. Wie drehe ich das denn? Weiß man das? Also wahrscheinlich gibt es da einen Knopf, wie ich das drehe.
Drehen mit... Ah, mit dem Mausrad. Sehr gut. Ach ja, so funktioniert das. So macht das Sinn. So, an die Wand geht's nicht, aber hier geht's hin. Sehr gut. Dann brauchen wir eine Heizung. Wir brauchen einen blauen Himmel. Also das ist dann das Terraforming. Und wir brauchen herstellen Vegetu. Okay, Vegetu werden wir definitiv auch herstellen. Sonst noch was? Die Heizung, der Bohrer, Vegetube, da haben wir die Herstellungsstation. Das wäre dann für weitere Sachen eine Außenlampe. Können wir bauen? Ich hätte gerne eine Außenlampe für nachts. Damit wir das Teil immer wieder finden. Gerne. Hier. So, da haben wir so eine Außenlampe. Nicht genügend Energie. Okay, kann ich nochmal ein Windrad machen? Jawohl. Das ist ja schon ganz nett. Okay, interessant ist dann natürlich, ob wir das nicht kombinieren können sogar. Dass wir hier nochmal ein Element hinstellen. Ich guck schnell. Ja, Titan fehlt. Können wir nicht testen. Hier ein Element dran machen und dann das Ganze halt kombinieren, dass wir eine Riesenbasis haben. Das würde mir ja gefallen. Ja gut, machen wir einen Break. Ich denke, wir sind schon einiges weitergekommen wie beim letzten Mal. Danke für eure Kommentare und die Hilfe. Und ja, mir gefällt das Spiel tatsächlich sehr gut. Danke fürs Zusehen, bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss!